Moin moin meine lieben Leute der leichten Unterhaltung und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Starlink. Und heute beschäftigen wir uns damit, ihr könnt sehen, wir haben 97 von 100, wir beschäftigen uns damit, die 100% zu erreichen. Das gehört ja mit zur Hauptkampagne und das machen wir jetzt einfach mal fertig. So, wir müssen da hinten auf jeden Fall hinfliegen zu dem Zielort da. Können wir jetzt gar nicht hier über, kann ich da nicht mit der Schnellreise hinflattern? Gucken wir hin. Da Zielort festlegen, warte mal. Muss man doch auch hinkommen mit. So, gucken wir mal. Ja, komm, komm. So, gucken wir mal hin. Kann ich mit Schnellreise hinkommen? Da. Und los geht's. Zack. Schnellreise hin, damit wir keine Zeit verlieren. So, wir versuchen mal die 100% zu erreichen. Wir haben noch 3%. Das heißt, in der letzten Folge haben wir alle Dreadnoughts besiegt. Wir haben die ganzen Primes ausgeschaltet. Und haben jetzt ja eigentlich nur noch unser oberstes Anliegen. Unsere oberste Direktive ist natürlich jetzt, das hier auf 100% zu bekommen. Apropos oberste Direktive. Ich kann euch nur empfehlen, Star Trek Discovery zu gucken, wenn man Star Trek mag, also fantastische Serie und die echt gut geworden. Zumindest bis jetzt. So, wir müssen mal gucken, was wir hier so machen können. Wir müssen auf jeden Fall ein paar Flecken einnehmen. Also wie ihr sehen könnt, es sind noch ein paar Türme. Wir können mal hier so einen Turm zerstören. Dann haben wir das Glück nämlich, dass wir gleich ein paar Prozente mehr bekommen. Hoffe ich zumindest. Fliegen wir da mal hin. Hup, hup. Oh, warte, wir können mal kurz die Waffe wechseln. Denn dort habe ich einen Levitator, aber da brauche ich natürlich die ein bisschen Feuerkraft. So. Fliegen wir mal hin. Der Flammenwerfer ist für mich immer optimal. Und auch das Eis, weil ich die auch am höchsten gespielt habe. Aber bis zum, wie heißt das? Okay. Bis zum Release vom Update werde ich versuchen, noch alle Waffen aufs Limit zu bekommen. Das heißt, ich werde viel hier in Atlas rumfliegen. So, und dreh weg aus. Oh, da ist noch so ein Scheißviech. Ah, geh weg. So, wir müssen. Oh. Ja, weiß ich. Müssen wir raus. Zack. So, die helfen uns natürlich alle da, die da rumfliegen. Oh, da fliegt er weg. Das können wir aber auch. Eisbrecher. So, weg ist er. Und dann lassen wir das Ding hier auch erledigen. Gott, du kannst uns mal hier, du blöde Sonde. Lass mal einen Eisklapper. Den müssen wir ein bisschen einheizen. So. Auch weg. Auch weg. Ist auch noch einer unten. Hui. So, mach die mal frei da. So. Gut. Erster Turm erledigt. Wir steigen aber jetzt in der Fraktion. Wir müssen diesen Planeten eigentlich nur auf 100% bekommen. Der gehört alles uns. 82% haben wir. Also sollte ja möglich sein. So. Ziel zerstört. So. Da hier kein Prime rumläuft, können wir auch den nächsten Turm zerstören. Das wäre dieser hier. Nehmen wir gleich mal mit. Ich guck mal, ob wir, warte mal, okay, können wir ganz kurz gucken, ob wir noch ein paar Punkte haben, die wir nicht eingenommen haben. Es gibt hier noch vier, genau, diese Punkte, die sind auch sehr wichtig, die nehmen wir mal ein. Oh, warte, oh, das wollte ich schon wegfliegen. Dann natürlich hier die guten Sachen einsammeln, nicht vergessen, huch. Da. Nicht vergessen die Sachen, alle Mods mitnehmen. Das werden wir heute nochmal machen, habe ich schon bei der letzten Folge versprochen. Aber diese Folge werden wir auf jeden Fall nochmal auf die Mods eingehen. Zack. Und wir fliegen jetzt mal dahin. Und man kann das ganz geil machen. Man kann halt springen und fliegen also so. Oh, warte. Und wir fliegen mal kurz ein bisschen schneller. Hier, drauf. Und die Düse, dann kann man nämlich auch schon relativ cool gleiten in der Luft. Für alle, die mal irgendwann... Wir können natürlich die ganze Fauna hier mal einnehmen und dann gucken. Das ist ja auch ein abgefahrenes Viech hier. Unbekannt.
Doch. Jetzt können wir mal scannen. Kenne ich gar nicht, das Viech. Habe ich noch nicht gesehen. So. Können natürlich die Büffel hier auch noch kennen. Das machen wir jetzt aber nicht. Was ist das da hinten denn? Ist das der Starlink-Turm? Nee. Was ist denn das Große da? Fällt mir jetzt gerade auf. Was ist denn das für ein Riesenturm? Das ist mir noch nie aufgefallen vor. Naja, gut, aber das ist ja gar nicht das, was wir vorhaben. Wir wollen natürlich erstmal dort hinten hin. Und ein paar Stützpunkte noch bauen, damit dieser Planet auch nicht so schnell wieder eingenommen wird. Dafür bauen wir ein Arsenal, das pushen wir ganz hoch. Einfach aus dem einfachen Grund, dass wir es können und die ganze Kohle haben. Oh, warte mal, hier kommen, den scannen wir noch schnell. Können wir noch so ein paar Sachen einnehmen. Oh. Scan abgeschlossen. Mehr Exemplare müssen gescannt werden, um das DNA-Profil zu vervollständigen. Vielleicht finden wir ja noch einen. Mal gucken. So, ganz interessant, die ganze Flora und Fauna hier zu sehen. Also das habe ich noch, da bin ich noch nicht so ganz, habe ich noch nicht so, es hat mich noch nicht die Sammelwut gepackt, kann man sagen. Das habe ich noch nicht gemacht, aber um das Ganze auf 100% zu bekommen, also nicht nur oben, reiche 100% den Atlas, sondern auch der andere Kram. So, hier hinten ist der Stock. So, da sind die blöden Dinger. Die müssen wir rausreißen. Huch. Das ist die richtige Waffe für den Job. Schieß weiter. Ah, geh weg da. Oh, er hat sich festgesetzt auf mich. Auf mich. Auf mir. Komm los, raus. So. Sehr schön. Sieht nach einem guten Platz aus. Gut. Und da bauen wir jetzt einfach mal, und zwar ein Arsenal hin. Arsenal bereit, wenn Sie es sind. Denn die bekämpfen alles andere und helfen euch wesentlich dabei, den Planeten unserer Seite zu behalten. So, ja klar, da können wir unsere Kerne haben. Oh, Allianzkern. Wir holen uns diese Welt zurück, Boss. Stück für Stück. Mit Ihrer Hilfe können wir weitere Guardians rekrutieren. Schon bald haben wir eine Armee. Super. Verbessern wir noch einmal. Alle unsere Guardians sind jetzt kampferprobt. Wir sichern den Planeten weiter für sie. So, 18%. Zack. Das heißt, wir haben jetzt 100% erreicht. Und müssen gar nicht mehr so viel machen. Gucken wir mal auf die Karte. So, wir könnten dann diese Punkte nochmal einnehmen, wenn wir hier noch ein, zwei finden. Die nehmen wir nochmal. Was müssen wir finden hier? Da ist noch einer. Den nehmen wir noch einen. So, und wenn wir das machen, finden wir ja vielleicht sogar noch einen. Kann auch starten in die Luft. So fliegen. Finden wir ja vielleicht noch einen von diesen komischen Getieren. Schauen wir mal. So. Es macht wirklich Laune, mit diesen Dingern hier rumzufliegen, muss man einfach sagen. Oder hinten, wir können auch mal so ein Rätsel lösen, da hinten nochmal. Können wir das auf dem Hinweg schon machen? Oder was jetzt mal? Okay, machen wir jetzt schnell. Wenn wir es nicht schon gemacht haben, das weiß ich gar nicht. Wir testen es mal. Wow! Ah, okay, das klappt da noch. So. Also. So, gucken wir mal. Erstaunlich. Im Turm scheinen sich von Elektrum umhüllte Rohre zu befinden.
könnte es sein, dass die Hüter den Planeten irgendwie mit Elektrum versorgt haben. Los. Und? Und die Türme? Annäherungsalarm. Obelisk in Reichweite. Ein Entfernen seiner Energiezelle sollte ihn deaktivieren. Ach, ich stecke fest! Ja. Bin ich noch so ein Obelisk irgendwo? Ja. Die sind auch neu, eben seit dem Update. Das habe ich aber schon erzählt, glaube ich. Nutzt immer, um das Ding kaputt zu machen. So, mehr geht es hier nicht. Hier bauen wir dann einfach mal ein Observatorium. Observatoriumsaufbau abgeschlossen. Wie ich sehe, haben Sie ein paar Kerne dabei. Wir würden gerne welche erwerben, wenn Sie sie verkaufen. Machen wir. Willkommen, willkommen. Sie genießen die Wunder von Atlas, ja? Neue Sensoren werden initialisiert. Schon bald haben wir den ganzen Planeten kartiert. So, eigentlich müsste ja unsere Hauptquest beendet sein. Ich glaube, wir haben 100% jetzt. Mal gucken. Genau. So, und jetzt Außenposten da ist noch einmal. Unsere Sensoren wurden vollständig optimiert. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit sehen können. Oh mein Gott. Fantastisch weit können wir sehen. So, und verkaufen unsere Objekte. Da. Gut. Können wir kurz ins Logbuch gehen. Also hier gibt es noch ein paar Sachen. Hüterforschung können wir noch machen. Hütertürme freigeschaltet. Sammle mehr Erfahrung mit Piloten, um dieses Upgrade zu erwerben. Wir können auch gucken, ob wir noch einen Hüterturm finden. Ich weiß, ob hier noch einer drauf ist. Da oben ist ein Dreadnought im Himmel, wie man sehen kann. Wir können mal nach oben fliegen. Obwohl, nee, warte mal, bevor wir das machen, gucken wir hier nochmal auf die Karte und zoomen mal kurz raus. Wie man sieht, haben wir eigentlich schon alles hier eingenommen. So, da oben kommt in einer Stunde oder eine Minute und 47 kommt da einer. Kann uns aber egal sein. Können wir ja wieder sozusagen für uns befreien. Lass uns hier auf dem Planeten mal bleiben und gucken, ob wir da nicht doch nochmal irgendwie was Nettes finden. Also. Hier ist zum Beispiel, wir können ja mal die Springer nochmal ausschalten, das machen wir auf jeden Fall. Die Springerstöcke, dass die einfach mal weg sind. Denn wenn die weg sind, dann können wir da noch eine Allianz drauf bauen und sowas. Und müssen keine Angst haben, dass jeder Planet nochmal eingenommen wird. Hoffe ich zumindest. Annäherungsalarm. Outdoor-Befestigungen entdeckt. Normale Waffen sind gegen diesen Schild wirkungslos. Reflektieren Sie geschützte Projektile mit Ihrem Schild, um seine Verteidigung zu mindern. Normale Waffen sind gegen diesen Schild wirkungslos. Reflektieren Sie geschützte Projektile mit Ihrem Schild, um seine Verteidigung zu mindern. Okay. Okay, gar kein Geschütz erreicht da. Wir müssen reflektieren. Haben wir irgendwas hier, was wir benutzen können? Nee. Information geht. Los geht's. Okay, das ist wirklich, das müssen wir uns mal kurz überlegen. Ich weiß, das hatte ich noch gar nicht gehabt, die Leute. Aber jetzt nehmen wir uns erstmal den Dings vor. Markiert ist es ja die Stelle. Nehmen wir uns erstmal den normalen Turm vor. Und dann müssen wir überlegen, wie wir das mit der Reflexion machen. Das weiß ich jetzt gar nicht. Was ist denn das hier? Oh. Annäherungsalarm. Obelisk in Reichweite. Empfehle seine Energiezelle zu entfernen, um ihn zu deaktivieren. So. Bald ist das geschafft. So, ein neuer Dreadnought ist im Handelssektor eingetroffen. Wie schade ist. Können wir noch zerstören gleich?
Ja. Uplink eingerichtet. Speicherbank der Legion wird gehackt. So, wir bauen mal hier nochmal ein Arsenal. Arsenal bereit für den Einsatz. Guck, wir hacken schon, werden wir bauen. Ist eigentlich ziemlich cool. Und die schießen noch nicht auf uns. Gerade. Jetzt aber. Okay. Sehr gut. Ich könnte Hilfe gebrauchen. Kriegst du gleich, aber einmal hier. Ach, ich bin ja noch im Kampf. Was ist denn da los? Oh, das war knapp. Vielen Dank, Mann. Und ja. Sie hätten die mich gegrillt. Wahrscheinlich, aber wir sind ja auch nett. Hallo. Machen Sie den Robotern immer noch Dampf? Mehr Guardians treffen ein. So. Dank Ihnen. Arbeiten Sie weiter mit uns. Dann haben wir bald den ganzen Planeten unter Kontrolle. So, wir bauen noch einen höher. Jetzt besiegen wir alles, was die Legion uns schickt. Wir sind das stärkste Arsenal in der Gegend. So, es war noch ein Stock hier, den werden wir noch zerstören. War gleich in der Nähe, ne? Da. Den nehmen wir natürlich auch mit. Aus einem einfachen Grund, dass wir es können. Und dass sich da nicht erst gerade was Neues wieder entwickelt. So, bauen wir nochmal hier so ein Observatorium. Bau des Observatoriums abgeschlossen. Klangsteppen-Observatorium errichtet. Sehr gut. Oh, hi. Tut mir leid, wenn ich zerstreut wirke. Ja, ja. Ich bin nun mal der brillanteste Geist. Da ist diesseits von Andromeda. Also ein bisschen langweilig. Die Sprüche sind immer die gleichen. Aber naja. Auch da müssen wir durch, ne? So, wollen wir noch einen höher? Jetzt können wir ganz praktisch den ganzen Planeten überwachen. So, wir gehen mal hoch zum Dreadnought, bevor der so einen Prime runterjagt. Sicherheit in Atlas, guck mal, da haben wir jetzt schon angefordert. Hauptkampagne, Sorge für Sicherheit in Atlas. Erklärungs- haben wir ja. Wie läuft's? Kann ich hier draußen noch irgendwie helfen? Ein Dreadnought der Legion lauert in den Tiefen des Alls und verseucht Atlas mit Primes. Zerstöre ihn und stoppe diesen Strom des Bösen. Das machen wir jetzt, Judge. Kein Problem, den holen wir uns. So, einmal kurz in die Karte gucken. Den nehmen wir an. Achso. Wir müssen einmal rumfliegen, kurz. Das ist immer so ein bisschen blöd, nochmal um den Planeten rumzufliegen. Aber. So, der ist da hinten. Gucken wir mal, ob wir irgendwie dichter ranfliegen können. Da ist der Dreadnought. Wir sind hier. Da können wir nur direkt hinfliegen, leider. Das machen wir auch. Schaffen wir das in. Da bin ich gespannt, ob wir das schaffen in den 5 Minuten. Bevor ein Prime runterjagt. Also müssen wir auch den Prime wieder zerstören. Was natürlich wirklich nervig ist. Aber wie gesagt, jetzt haben wir 100% hier in Atlas. Und jetzt geht es ja nur darum, das aufrechtzuerhalten. So. Hüterforschung, das machen wir auf jeden Fall noch. Ich will auf jeden Fall noch einen Hüterturm haben. Was ist das? Die Explosion entwickelt Energieschilde für alle Verbündeten. Pilotenstufe erforderlich. Okay. Dann müssen wir natürlich mit den Expeditionspiloten noch ein bisschen mehr sammeln. Hier mit den Prospektorpiloten und hier mit den Outlaw-Piloten. Gut. Oh nein. So, fliegen wir zum Dreadnought. Den kriegen wir noch gekillt. Schaffen wir locker noch heute. Waffen haben wir schon die richtigen an Bord. Kann ich nichts Falsches sagen. Kommt gleich eine blöde Falle wahrscheinlich. Man könnte gut noch ein bisschen schneller fliegen können, finde ich. So. Unsere
wahnsinnige Geschwindigkeit. Dankeschön. Das ist natürlich gemein. Hyperraumfalle umgangen. Bereich sicher. Ja, danke. So, sind wir gleich da. Das wird bestimmt ein Highlight. Annäherungsalarm. Legion Dreadnought. Hyperantrieb deaktiviert. Danke. So. Warnung. Dreadnought Verteidigung aktiviert. Machen Sie sich kampfbereit. Oh. Eieiei. Da. Mal drehen bitte. Eieiei, der dreht aber gut hier. Super, das war's. Wir fliegen jetzt hier hin. Da ist er. Da ist er. Gehen wir da hoch. Die Waffen müssen wir erstmal zerstören. Fangen wir an. Oben, unten, links, rechts, egal. Ich freue mich so wahnsinnig auf die neuen Missionen. Der Futter. Und das andere. Hui. Coole Musik. Okay. Hier müssen wir aufpassen. So, ich muss rumflattern nochmal. Oh, oh. Weg hier. Wow. Sehr gut. Okay, ab zum Raketenwunderplatz fliegen. So. Das Ganze nochmal. Noch ein Dreadnought erledigen. Ich überlege jetzt, ich bin beim ersten Dreadnought echt so nervös war und es nie so klappte, wie ich das wollte. Aber. Das ist nicht mehr so schwer. Oh, ich darf jetzt nicht so viel sagen, weil sonst gehe ich gleich drauf und dann denkt man so, oh, was für ein Schnacker, ne? Desto größer, also desto stärker der Dreadnought, desto schneller wird das auch mit dem Fliegen hier und das wird. Und dann ist es ja gar nicht mehr so einfach, wie man denkt. Oh. Komm mal, locker. Komm mal dicht daran. Oh, was ist das hier? Okay. Auch recht moderat hier. Du glaubst, du hast gewonnen. Du hast bloß dein Schicksal besiegelt. Oh. Ich kann nicht ewig ausweichen. Ich kann es versuchen, ewig auszuweichen. Oh.
das war's für ihn. Bam. So. Da geht's raus. Kommen wir mal raus, ohne irgendwo gegen zu fliegen. So. Raus hier. Wieder geschafft. Ein Dreadnought weniger in Atlas. Sehr cool. Wo ich mir ein paar Leute erlegen. Wow, da. Hinter mir. Liegt da noch ein Dings rum da. So, das war's. Ich glaube nicht, dass da ein neuer kommt. Nicht so aus. Gerade auf jeden Fall nicht. So, jetzt kann man sich natürlich um andere Sachen kümmern. Man kann sich hier um die Outlaw-Verstecke kümmern. Gibt sogar noch so einen epischen Mod. Gibt's denn hier? Epischer Mod. Können wir mal so ein Ding machen hier. Sollen wir es mal abklären? Machen wir doch mal. Gucken, wie gut wir da drin sind, das zu machen. Ist auch nicht so leicht, die Outlaw-Verstecke. Die sind eigentlich schwieriger Outlaw-Verstecke als die Dreadnoughts, finde ich. Aber wir haben es ja gerade noch aufgeladen. Oh, das war zu spät, Sascha. Okay, macht aber nichts. So, weiter geht's. Sehr gut, sehr gut. Missionen vor, das ist noch hier. Equinox, Fox hier. Was gibt es Neues? Ein Rat von mir. Ein Outlaw-Versteck infiltrieren und die Beute stehlen. Wir brauchen sie ganz bestimmt. Machen wir. Eine Elektrumlieferung von unserem Prospektor vor. Ja, da ist das. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob wir das hinkriegen hier. Wir probieren es. Infiltrieren wir mal die Basis und versuchen alles rauszukommen. Also die sind wirklich schon schwieriger, muss ich sagen. Ja. Naja, wir probieren es. Ach, diese scheiß Hyperanfallen. So, hier muss man ein bisschen mehr aufpassen, nämlich. So leicht kommst du nicht davon. Ups, hab ich dich erwischt? Hast du, in der Tat. Leute, seh mich gar nicht. Ha! Da ist noch einer. Gefällt dir das? Dann sagen wir, ob dir das gefällt. Nein, tut's nicht. Oh. Okay, pass auf. In die Richtung. Auf diese blöden Minen aufpassen. Die alle rum eiern. Das
Kommen wir da hoch? Noch ein paar Dinger. Gefällt dir das? So, zum Eingang. Ah, ja. Komm her, Outlaw. Bin ich noch viele hier unterwegs. Autsch, das tat sich ja weh. Ja, die hauen mir schon ein bisschen Schaden rein jetzt gerade. Hier müssen wir schon aufpassen. Wir holen unsere Truppe dazu. Ich kann euch ein bisschen helfen. Oh, das war natürlich blöd. So. Gut. Nehmen wir meine Raketen. Wir fliegen da auch mal gleich rein. Oh nein. Aber gut. Wir fliegen trotzdem rein. So, ein paar Minen sind da. Dann bin ich voll raus. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil hier sind wirklich, ist alles voll mit Minen. Das ist ein bisschen nervig. Wenn die einen treffen, dann fehlt mir immer so viel Energie. Nein! Ah, okay. Obwohl. Wollen wir ein bisschen langsamer fliegen, damit wir nicht ganz so viel. Beziehungsweise damit unser Leben wieder voll wird. Warte mal ab hier. Das ist ein bisschen mies durch die ganzen Elektroschrotte, die hier rumfliegt. Da kann man die nicht so gut sehen. Da kommt eine Mine. So. Mal hier rein. Ach komm, kriegen wir wieder gerade hin hier. So, aufmachen. Gab doch schon mal ein bisschen was. Gut. Wollen wir die ganzen Hitzebehälter nehmen, ein bisschen was in die Luft jagen hier, wenn wir wollen. Aber das war's schon. So, was haben sie noch für Missionen hier? Equinox, gibt es noch etwas, das ich tun kann? Nicht jeder Outlaw ist so charmant und freundlich wie ich. Ich bin schon dabei. So. Das ist ein bisschen weiter weg. Da machen wir jetzt auch gar nicht mehr. Einmal nur gezeigt, was man so machen kann. Wir können uns jetzt mal ein bisschen um unsere Mods kümmern. Also. Wir können mal die Waffen austauschen. Wir haben ja hier. Wir können ja mal hier. Oh, warte mal. Wir setzen hier rechts, setzen wir mal die. Den rein. Den Levitator. Und links machen wir mal. Wir müssen auch eine Waffe, die ein bisschen hochgeht. Frierstrahl. Frostspeerfeuer. Nehmen wir mal den Frierstrahl zum Beispiel. Oder hier. Schnellfeuerkugeln zum Beispiel ist ja auch nicht verkehrt. Eisenfaust. Schredder MK. Präzision Schnellfeuerkugeln. Und Schredder MK2. Okay, nehmen wir den mal. Gut, da seht ihr, haben wir schon einige. Da haben wir noch keine Mods drin. Das heißt, wir können da reingehen. Und sagen, wir wollen jetzt oben in den Schredder was reinbauen. Wie ihr seht, hier haben wir ganz viele Sachen freistehen. Die können wir jetzt auswählen. Ausrüsten. Legendär. 100% Schaden, 100% Feuerkraft. Packen wir rein, zum Beispiel. Hier könnten wir reinpacken. 20% mehr Schaden und höhere Feuerrate. Super. Was gibt's hier noch? 17% Ziele zurückzuwerfen. Minus 50 Energieverbrauch beim Abfeuern der Waffe. Sehr gut. Kann man gleich nochmal reinpacken. Und was gibt's noch?
Magnetischer Schaden, Hitzeschaden, Gravitationsschaden. Machen wir mal ein bisschen. Erfahrungsbewerbung, nee, Hitzeschaden können wir nicht machen. Machen wir ein bisschen genetischer Schaden. So. Hätten wir jetzt schon mal unsere Waffe auf jeden Fall sehr gut aufgerüstet. Jetzt können wir aber weiter runter gehen hier. Also wir können mal hier, müssen wir kurz hier reingehen, gehen ganz runter. Und sehen, wie viele Waffen wir haben. Jetzt haben wir 6 von diesen. Das heißt, wir können hier mit X modifizieren. Kostet uns 1000 Dings. Machen wir mal einen mehr. Gehen wir wieder runter. Dann nochmal 1000. Zack. Dann ist es zwar weg, macht uns ja aber nichts. Alles, wo wir immer 3 von haben, können wir aufrüsten. Grau ist ja nun auch nicht so super. Das ist ja mehr gewöhnlich. Deswegen, huch. Da oben. Da. So. Da. Zack. Auch erhöhen. So, das ist noch relativ günstig für uns. Hier können wir es auch nochmal machen. Kostet uns nicht wirklich viel Kohle. Das einzige Problem ist, dass du höher bekommst, dass irgendwann muss man auch Elementarsachen benutzen. Also oben unsere Steine. Zack. Nochmal. So, jetzt beim Blauen wird es schon langsam teurer. Hier können wir erhöhen. Aber wir müssen einen von unseren Elektro bezahlen. Macht aber nichts, machen wir gerne. Denn dadurch können wir auch vielleicht Legendäre bauen. So, hier ist auch noch einer. Zack, 5 Stück hat er. Hochsetzen. Hier noch einer. Hochsetzen. Blauer. Auch hochmachen. Hier sind noch 2 Vierer. Den können wir natürlich auch hochsetzen. Obwohl er natürlich nicht mit dieser Waffe funktioniert. Aber das macht ja nichts. Wir wollen ja erstmal nur alles verstärken. Dann geht es weiter in den lilanen Bereich. Da kostet es schon ein bisschen mehr. Da haben wir 3 von diesen schönen Punkten. So, man muss ein bisschen darauf achten, auch, dass man das alles richtig macht. So. Haben wir noch einen Dreier. Von der Kohle her mache ich mir keine Gedanken, da haben wir genug. So, wie man sieht, haben wir jetzt auch keine 3 mehr hier. Jetzt können wir hier hochgehen und sehen, hier haben wir jetzt nicht so viel. Dafür haben wir aber diese neu bekommen, was natürlich sehr fantastisch ist. So, jetzt können wir ja sagen, gut, dann können wir ja auch hier ein bisschen die Ausrüstung wieder verändern. Dann können wir nämlich zum Beispiel diese Waffe nehmen. 30% höhere Feuerrate. Das machen wir noch. Zack. Ja, also hier können wir jetzt auch was Neues nehmen wieder, ne? Machen wir jetzt aber nicht. So, das ist unsere Waffe. Die haben wir jetzt schon mal schön aufgerüstet. Jetzt gehen wir zu der nächsten Waffe. Beziehungsweise nicht zu den Waffen, wir gehen mal zu den Schiffsmods. Zack, gucken uns beim Schiff das mal an. Da sieht es ein bisschen anders aus, da haben wir ja ganz andere Fähigkeiten. Gehen wir mal im ersten rein, gehen mal runter und bauen die mal auseinander hier. Nein, total behämmert. Gut, wir wollten das ausrüsten. So, zahlen wir. Und das zahlen wir auch. Dann auch noch. Jetzt habe ich das wieder geändert, natürlich bescheuert. So, zahlen wir. Den zahlen auch nochmal. Zahlen wir. Hier haben wir 8er Stück von. Da zahlen wir natürlich jetzt hier wieder einen Punkt. Aber richtig viele von. Da können wir mal ein bisschen. Oder? Jetzt haben wir natürlich viele von diesen Punkten, die wir jetzt gerade verballern können. Das ist auch nicht schlimm. Wenn man natürlich nicht so viele hat, dann sollte man natürlich genau darauf achten, welche man aufrüstet. Man weiß ja, was man dafür bekommt. Braucht man da vielleicht nur einen von? Vielleicht muss man gar nicht alle aufrüsten. Das könnte man natürlich abwägen, ne? Schon wieder. So. Nehmen wir 10 Stück von. Dann geht's hier weiter. Zack, den können wir auch noch mal ausrüsten. Noch einen anderen hiervon. So, höher gehen? Nee. Aber jetzt können wir unsere Kerne natürlich auch ein bisschen aus. Also, jetzt können wir natürlich sehen, wir können natürlich alles Mögliche ausrüsten. Jetzt haben wir gerade drin. Schlecht ist, aber wir könnten jetzt natürlich 125% Aufladegeschwindigkeit, Pilotenfähigkeit, 75% Schaden in der Nähe von 5 Minuten. Das ist für meinen A-Wing natürlich sehr wichtig. Jetzt haben wir natürlich nicht den A-Wing, jetzt haben wir den Zenit. Das heißt, den würden wir beim A-Wing nochmal reinmachen, um unsere Fähigkeit zu bekommen. Aber da wir ja den Piloten sowieso benutzen und sich das nicht ändert, können wir das natürlich einfach einstellen. Ne? Das Handling geht ein bisschen runter, ist dann halt so, ist aber auch nicht weiter schlimm. Zack, dann sitzen wir rein. Hier geht das weiter. Was haben wir da? 100% verteidigen. Genetische 30% Verteidigung, 100% Fallaufprall. Die behalten wir. Und hier können wir nochmal wieder was aufrüsten, wenn wir wollen. Aber natürlich kann man sehen, ob wir richtig viel was wir aufrüsten könnten.
Mehr will ich aber gar nicht aufrüsten. Wir setzen den hier nochmal rein. Mehr Verteidigung. So, hier haben wir nur das Handling. War nicht schlimm. Nehmen wir nochmal Resistenz gegen Hitze. Warum nicht? Und hier Kälteresistenz, auch nicht verkehrt. Man kann es natürlich machen, wie man will. Also wir haben es jetzt so, man kann es aber auch komplett anders machen. Ist auch nicht so wild. Jetzt haben wir die Stasis-Raketen zum Beispiel. Wenn wir da mal reingehen. Huch, genau. Wenn wir da mal reingehen, wenn wir die Stasis-Raketen uns das angucken, dann macht es natürlich Sinn, da auch statische Sachen drin zu haben. Jetzt haben wir da Feuerrate, 40% mehr Schaden, das ist schon ganz gut. Müssen wir nicht großartig ändern. Man könnte natürlich sagen, 30% mehr Schaden, 20% Schaden bei Zielen, innerhalb von 40 Meter, 100% Projektilabprall. Da ist... ja, da können wir das doch mal machen. Zack. Beim nächsten. Was haben wir da drin? Unsere Erfahrungspunkte und Waffe. Ja, muss man nicht unbedingt haben, die Erfahrungspunkte. Da gehen wir lieber auf kinetische Energie. Gucken wir mal. So. Kinetischen Schaden können wir leider hier nicht draufsetzen. Wie schade. Wahrscheinlich, weil es schon genutzt wird von anderen. Das macht aber nichts. Gut. Die zurückzuwerfen ist natürlich auch nicht verkehrt. Reichweite und Rückstoß. Star, 25% Stasis-Schaden, das ist doch schon mal gut. Und das sollten wir auch nutzen bei sowas. Ja. So. Das war's, ein kleiner Exkurs. Kriegen wir da raus. Und werden uns jetzt mal um die nächste Mission kümmern. Die wir natürlich jetzt nicht mehr heute machen, aber beim nächsten Mal machen können. So, dass wir nach und nach mal wieder coole Sachen hier erforschen können. Ich glaube, beim nächsten Mal gehen wir ein bisschen mehr ins Detail, wie wir den ganzen Planeten komplett erobern. Aber für heute soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.